Liebe Tischtennisfreunde, heute geht es nochmal ums Thema Rotation. Was passiert, wenn ich den Ball Überschnitt oder Unterschnitt gebe, also Vorwärtsrotation oder Rückwärtsrotation? Um das ein bisschen besser zu verdeutlichen, habe ich ein Returnbrett auf den Wohnzimmertisch gestellt. Zunächst einmal werde ich den Ball ohne Rotation versuchen, gegen das Brett zu spielen und gucken, was passiert. Der Ball kommt relativ gerade auf mich zurück. Was passiert nun, wenn ich den Ball Vorwärtsrotation gebe? Klar zu erkennen, der Ball kommt nicht gerade auf mich zurück, sondern macht einen kleinen Bogen. Was passiert nun, wenn ich den Ball Unterschnitt mitgebe? Auch da deutlich zu erkennen, der Ball ist nicht gerade zurück auf mich zugekommen, sondern geht direkt vom Belag auf den Tisch zurück. Ja, einmal, um das zu verdeutlichen, werde ich jetzt noch einmal mit Unterschnitt und einmal mit Überschnitt einen Ball spielen. Unterschnitt, Überschnitt. Klar zu erkennen. Bis zum nächsten Mal, Christina.